Herzlich willkommen auf dem Kanal The New Age Gaming. Gaming heißt, wir sind in FIFA 23. In der heutigen Folge gibt es das fünfte Weekend League Game. Doch bevor wir reinstarten, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, ist alles kostenlos, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Damit unterstützt ihr mich und diesen Kanal und ich will ja mit meinem Kanal euch dabei unterstützen, euren Lebenstraum und Lebenswünsche zu erfüllen. Deswegen schreibt diese Lebensträume unbedingt in die Kommentare. Denn ich bin der Überzeugung, wenn ihr eure Lebensträume erfüllt bekommen habt, werdet ihr zu einer anderen, glücklicheren Person, dass sie auch nach außen strahlt und damit andere Menschen darauf aufmerksam werden oder ihr dazu die anderen Menschen inspiriert, ebenfalls nach ihren Träumen und Wünschen, Herzenswünschen im Leben zu gehen und sich danach auszurichten. Denn ich bin der Meinung, desto mehr Menschen das machen über längere Zeit, desto positiver hat es einen Impact auf die Gesellschaft, weil jeder Mensch glücklicher, zufriedener und sich mehr selbst liebt, weil er genau das macht, was er eigentlich will. Ja, und schaut euch das vorherige Video an. Das war das vorherige Weekend League Game. War extrem spannend bis zur letzten Sekunde. Also schaut es euch an. Und wir gehen jetzt in Game Nummer 5 in der Weekend League. Doch vorher bekommt Vinicius erstmal einen neuen Vertrag. Los geht's. Come on. Ja, der Gegner wollte anscheinend nicht. Aber dieser Gegner will. Let's go. Golden Goal. Ist die Sache, wer hier das Golden Goal macht. Am Ende. Macht er gut mit dem Überlaufen. Der haut ja hier schon mal Hardcore-Pressing raus. Oder ist denn der Ball? Zum Glück spielt er nicht nach ganz oben. Dieser Pass sollte eigentlich auf Vinicius kommen. Hier sind wir dazwischen. Da spiele ich noch zu viel rum. Den haben wir. Vinicius setzt sich durch, aber der Pass kommt leider nicht an auf Holland. Dieser Ball ist zum Glück zu lang.
Finish ist es durch, aber er kann den Ball leider nicht machen. Come on. Junge, Alter, wie aggressiv spielt er das da? Ist ja eklig. Schon gemacht. Spiel diese Bälle wieder viel zu überhastet. Oho. Nein. Ich gehe auf die 4-3-2, zweite Halbzeit. Ja. Come on. Und ich werde mal beiden Anspielstationen geben. Komm. Oh, macht jetzt eigentlich keinen Sinn, weil ich eh die Formation wechsle. Naja, ich probiere es nochmal so mit Anspielstationen. Und wenn nicht, Stärker mit Giddy Spin. Wie ein Glück hat er gut zu Ende gespielt.
Yes, man. Come on. Yes. Yes, Mann. Yes, Mann. Mach mir den Doppelpack. Junge, natürlich Glück, dass Roland da erstmal am Ball vorbeiläuft. Puh, wobei ich ihn eigentlich nach oben spielen wollte. Come on. Come on. Nice Doppelschlag. Ich bleib jetzt in der Formation erstmal. Come on. Let's do it. Leider abseits. Schießen ihn trotzdem vorbei. Jawohl. Mbappé. Können wir. Yes. Yes. Spiel ich auch viel zu schnell. Spiel ruhiger, Junge. So unnötig, come on. Darf ich die Außen nicht so crazy aufmachen? What? Der kommt durch, willst du mich verarschen? Jawohl. Gut schon. Nein, 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 nein. Ja. Come on, Dembélé. Auf und davon. Roland, let's go, let's go. Mann, let's go.
Nein. Jawohl. Ganz oben, Luis Diaz. Ich dachte, wir können ihn mit Roland überrennen, aber es ist zum Glück ein Einwurf für uns. Ja, wir bringen mal Felix da vorne. Let's go, let's go. Wir bringen das, wir bringen das nach Hause. Come on. Bin mir sicher, er wird jetzt nochmal Druck, ein Teampressing, Druck nach Ballverlust, ständiger Druck, sowas einstellen. Deswegen achte darauf, wenn du ihn weiterspielst. Nein, ist alles so träge. Deswegen funktioniert das Ins-Dribbling auch nicht so geil. Ja, oh nein. Ja, ist wichtig, dass wir dazwischen kommen. Ja. Nein. Ist unser. Ist kein Foul. Freunde, was macht ihr denn da? Jawohl, jawohl. Come on. Da ist der Sieg. Nice. Let's go. I like that. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.